Ja, hallo und herzlich willkommen in Dannys Garten. Jetzt könnt ihr mich besser sehen. Mit der Sonne im Rücken geht das ganz schlecht. Und darauf freue ich mich jedes Mal im Herbst. Über diese Pracht. Einfach herrlich. So viele Blumen, so viel Schönes und ein einziges Tier zerstört alles Schöne, und zwar der Fuchs. Ja, der Weizen spricht schon. Worüber ich mich freue. Schaut gut aus. Aber warum ich nach hinten gekommen bin, oder warum ich nach hinten gehe, ich will euch zeigen, wo der Fuchs durchgekommen ist. Und der hat in der Nacht wieder gescharrt. Da hinten sieht man noch einen Ziegelstein. Das hat er weggekratzt da. Da werde ich jetzt nochmal Ziegelsteine herholen und herstellen, in der Hoffnung, dass er sich das anders überlegt und hier nicht mehr reinkommt. Das zweite Loch, das werden wir anders schließen. Und zwar habe ich da noch einen Betonklotz. Den könnten wir dort ins Loch stopfen. Und der ist bei Weitem schwerer. Und ein Stück in einem, da kommt er nicht mehr rein. Aber hier muss ich noch Ziegelsteine hergeben. Und wenn ich die Ziegelsteine wegräumen würde, da sieht man genau, dass der Fuchs da durchkommt. Der hat wirklich wahrscheinlich mehrere Tage da gegraben. Und wenn einer sagt, ein Fuchs gräbt sich nicht durch, natürlich gräbt sich der Fuchs durch. So, jetzt habe ich noch Ziegelsteine drauf getan. Vielleicht hole ich mir noch welche aus dem Haus. Aber ich denke, nicht aus dem Haus, sondern vorne beim Haus habe ich noch so viele. Könnte ich noch welche herholen und noch dazu geben. So, hier haben wir was für die Küken gemacht. Ganz hinten Stroh, für die, die was gerne im Stroh liegen bleiben wollen. Drei Sitzstangen. Dann habe ich ihnen hier ein bisschen Sägespäne gegeben, da ja Küken gerne scharen. Links und rechts Futter, da Wasser. Mehr trinken die auch nicht und ich tausche sowieso jeden Tag frisch aus. Also, das neue Zuhause und heute Abend kommen sie da rein. Und das hier ist nur auf einer Seite angeschraubt, denn so kriegen wir es nicht raus. Wenn man sagt, ja, auf beiden Seiten anschrauben, weil das hält uns nicht. Also nein, nur auf einer Seite, weil sonst kriegen wir das nicht raus. Im Frühjahr, denn im Frühjahr kommen dann die Entchen da rein. Ja, und so schaut es halt aus. Hinten Stroh. Dann hier ein bisschen Sägespäne zum Scharen. Küken sind halt so, die scharen gerne. Futter, Wasser. Jetzt mache ich die Tür zu, dass die Hühner nicht reinkommen und das alles wegmachen. So haben die Kleinen für heute. Ab heute Abend, für die nächsten zweieinhalb Monate, ein neues Zuhause. Und der Einzige, der den Küken nichts antut, ist der Blecki. Wenn ein Küken zu nahe kommt oder an ihn herumhackt, dann hackt er zurück. Aber ansonsten, er ist ein ganz ein Lieber. Er ist der Letzte, der was den Küken was antut. Am Ohr ist er noch verletzt. Das ist noch geschwollen. Ich habe es jetzt 3-4 Tage diese Woche immer wieder mal mit Salbeite gereinigt. Es blutet auch nicht mehr. Und ich denke, das wird besser. Ich denke, ich sollte das noch ein, zwei Mal reinigen mit Salbeite. Aber ansonsten, ihm geht es auch gut.
Das war ein Problem diese Woche schon einmal. Das Auge war zu. Was auch immer da rauskommt, ich glaube, das ist Eiter, das hat ihm das Auge verpickt. Ich habe ihm das Auge gereinigt. Es war auch nur an einem Tag, wo sein Auge zugepickt war. Nicht den ganzen Tag. Nach 2-3 Stunden habe ich ihm das Auge gereinigt, nachdem ich das gesehen habe. Ich habe es in der Früh gesehen, dann habe ich Tee gemacht und das abkühlen lassen. Ein bisschen gestreckt, dass es nicht so stark ist. Und sein Auge gereinigt und sein Ohr gereinigt. Und ja, es geht wieder. Er wird auch bald 4 Jahre alt. Aber wie ihr sehen könnt, er hat guten Appetit. Lina, die einmeldet sich. Aber ansonsten die Küken, die tut er nicht weghacken oder sonst was. Er ist der Letzte, was den Küken was antut. Da ist die aber im Gegensatz ein richtiger Saurier. Und das ist ein hübsches Mädchen da. Das ist die Lexi und das ist die Lisi. Das Weiße hier ist ein sehr schönes Seidenhuhn, ist aber leider ein Hahn und keine Henne. Ich befürchte, dass es ein Hahn ist. Die Schwanzfedern und die Läppchen sind recht groß, deswegen nehme ich an, dass es ein Junge ist und kein Mädchen. Meine Güte, die Spektakel! Wie eine werdende Mutter. Oh weh, das tut so weh. Nimm das Heulen, hol das raus, hol das raus. Ist halt so in der Natur. Ja, was denn, Katze? Was ist, Katze? Die Mitzi. Was die abmacht. Ja, was ist mit dir los? Pünktli, was war das jetzt? Pünktli ist eigentlich ein ganz zutraulicher Erpel. Hatte ich auch noch nie. Der läuft mir sehr oft nach. Wenn ich ihn umdrehe, bleibt er stehen und schaut mich an. Dann streichle ich ihn ganz sachte. Nach dem dritten Mal denkt er sich, okay, das ist nichts Besonderes, ich gehe wieder. Meine Katze. Oh, eine Duftwolke, ich ersticke, ich gehe wieder. Das ist mal so putzig, wenn sie sich strecken. Die braun-schwarze ist sehr interessant. Oder schwarz-braune. Oder die schwarze nackthalsige. Also jetzt hätte ich 3. Eine braune, eine weiße und eine schwarze. Und davon haben wir auch einen Hahn. Aber den wollte der Nachbar haben. Der ist da vorne. Der kleine da. Ist ein Hahn, den würde der Nachbar gerne haben wollen. Habe ich natürlich schenken ihm, wenn er groß genug ist. Sprich, in 2 Monaten, 2,5 Monaten kann der Nachbar den Hahn haben. Eigentlich ist es schön. Es ist schön warm. Ich habe mir die Ärmel gekrempelt. Es ist zwar ein bisschen windig, aber man kann draußen sitzen und noch ein bisschen Vitamin D tanken. Dafür, dass der Tag eigentlich nebelig, kalt und mit Zaunlöcherstopfen angefangen hat, bin ich doch zufrieden. Dann kam noch ein Turmfalke daher geflogen, im Sturzflug. Also hey, echt, womit man da alles zu kämpfen hat, ist schon recht interessant. Hatte ich auch noch nie. Dass der Fuchs so oft und so viel vorbeischaut. Und dann der Turmfalke. Ich habe auch einen Wanderfalken gesehen.
Wobei, ich weiß gar nicht, ob diese Falken auf die Hühner losgehen. Würde mich auch mal interessieren. Ich habe zwar gegoogelt, aber ich konnte nichts finden, dass die auf Hühner oder Küken losgehen. Die jagen, was ich weiß, Mäuse und halt so kleines Zeug. Wobei, ein Küken ist ja nicht viel größer als eine Maus. Ich habe da ein paar Kandidaten, sind doch noch sehr klein. Und ja, der Nachbar war da. Und ich will ihm ja ein paar Hähne abgeben, dass wir nicht so viele schlachten müssen. Er schlachtet seine zwei. Und er möchte den schwarzen Nackthalsigen. Und jetzt habe ich ihm den weißen gezeigt, den Seidenhahn. Der ist ja wirklich hübsch. Und um den täte es mir wirklich leid, dann, dass ich den schlachte. Und ich will ja nicht so viele lassen. Also uns reicht ja einer. Eventuell einen zweiten. Ich wollte diesmal zwei kleinere lassen, weil das ist doch auch für die Hühner Belastung. Mal schauen. Wir hätten dann über 20 Hühner. Und ja, zwei Hähne wäre vielleicht nicht schlecht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, um den Weißen würde es mir wirklich leid tun. Der ist ja hübsch. Der ist wirklich hübsch. Und das ist ein Hahn. Und ich habe ihm gesagt, naja, wenn er will, kann er den auch haben. Er sagt, nein, ich will nur einen. Aber hat so rübergeschielt und hat so richtig Glücksgefühle in sich erweckt. Und sein Lächeln hat schon alles gesprochen. Da habe ich mir gedacht, na, den kannst du haben, wenn du willst. Das ist überhaupt kein Problem. Ich will nicht schlachten. Und er hat gesagt, naja, wenn du ihn mir gibst, dann nehme ich ihn schon. Also er freut sich über die zwei Hähne, die er von mir kriegt im Jänner. Und ja, ist ja auch was Schönes. Blecki, alles okay bei dir, Schatzi? Alles okay, Schatzi? Ja, mein alter Herr. Diesen Weißen würde ich ihm geben. Das da hinten ist das schwarze Nackthalsmädchen. Das behalte ich, die Mädchen behalte ich. Aber den schwarzen Nackthals, den kriegt der Nachbar. Ich wollte den behalten, der was da auf diesen Dings da spaziert da oben. Den wollte ich behalten. Und den zweiten, den sehe ich gerade nicht, ist auch ein Seidenhahn. Ist auch ein Haubenhahn. Ist auch ein sehr, sehr hübscher. Das Gras ist ja größer als meine Küken, aber der ist wirklich hübsch. Das ist ein hübscher Hahn, der weiße. Schaut euch den an. Ein Seidenhahn. Und natürlich werde ich mir die ich behalte, natürlich wieder handsam machen, dass sie uns nicht angehen wie der eine Hahn heuer im Sommer, wo ich mal mit dem Stock reingehen musste, weil er uns so angegangen ist. Auch mein Mann hat gesagt, boah, der ist brutal, der ist aggressiv. Und ja, auch hier in Ungarn ist heute der 1. November Feiertag. Da wird gegessen, getrunken, unterhalten mit den Freunden, Nachbarn, Familie. Und was mache ich? Ich passe auf meine Kleinen auf. Das ist aber keine unangenehme Aufgabe für mich. Solange es nicht sehr kalt ist, solange ich nicht frieren muss. In der Früh war es sehr unangenehm. Aber ich konnte es nicht riskieren, die Tiere alleine draußen zu lassen, falls der Fuchs kommt. Dina hat gerade ihr Ei gelegt. Ja, die suchen sich die unmöglichsten Stellen, um die Eier zu legen. Also diese Ruhe, ich genieße es. Kein Stress, kein Hupen wie in der Stadt, keine Straßenbahn zu hören, kein Lärm, es ist angenehm ruhig. Natürlich ist auch hier ab und zu mal laut, wenn der Nachbar seine Felder bestellt, aber das ist ja ganz was Normales. Das hört man vielleicht zwei, drei Wochen im Jahr, im Frühjahr, dann im Sommer, wenn der Weizen geerntet wird und dann im Herbst, wenn der Mais geerntet wird oder Kartoffelzeit. Aber das ist so kurz. Das sind dann halt so die kurzen Momente, wo wirklich Traktor zu hören ist und dann Ruhe.
Man hört ja nicht einmal die Kinder draußen. Es ist wirklich so ruhig. Das ist etwas, was ich liebe. Vor allem liebe ich es, den Kleinen dazu zu schauen, wie das Gras so essen. Also, ich weiß nicht, es gibt nichts Schöneres, als Tiere zu beobachten, ihnen zuzuschauen, wie sie essen, wie sie sich bewegen. Manchmal laufen sie genauso wie Dinosaurier. Und das ist doch ganz was Schönes, etwas zum Entspannen, etwas für die Seele. Oder ihnen zuzuschauen, wie sie in die Blumentöpfe springen und dort in der Erde die Erde mit dem Schnabel bearbeiten, mit den Krallen und sich dann hinlegen und da ihr Staubbad verrichten. Heute in der Früh war es aber richtig kalt. Also, mir war kalt. Und denen höchstwahrscheinlich auch. Da habe ich ihnen warmen Mais gegeben. Warmen, weichgekochten Mais. Auch die haben sich so gefreut. Und deswegen laufen sie mir immer hinterher oder schwirren mir um die Beine, weil sich was Weiches, Warmes erhoffen. Aber schaut, was die da anstellen. Könnt ihr sehen, die scharen alles raus aus den Schalen. Und die haben keinen Hunger mehr. Oder nicht wirklich. Weil wenn ich mir das ein oder andere Küken anschaue, das hat einen vollen Grupf. Und das ist ein Hahn, den ich gerne behalten möchte. Beschwert sich schon. Die sind heute jetzt zum ersten Mal im neuen Zuhause und sind schon neugierig. Und mal schauen. Eines ist schon auf der Sitzstange oben. Mal schauen, wie viele darauf klettern. Das kennen sie leider noch nicht. Aber eins ist schon ziemlich zufrieden, hat gegessen. Die naschen noch ein bisschen was. Ja, das nächste, was schon drauf springt. Und da könnt ihr aber nicht ausbüchsen. Oben ist zu. Das neue Zuhause. Und da sind schon einige auf den Sitzstangen. Ja, die nehmen die Sitzstangen gerne an. Vorhin waren es nur 5, jetzt sind schon 2, 4, 6, 8, 9. Die essen noch, aber die werden auch noch auf die Stangen gehen. Ich glaube, die werden eher die Stangen nehmen und nicht das Heu hinten im Eck. Das Stroh hinten im Eck. So, einen Schubkern Holz gespalten. Und es scheint die Sonne. Die Sonne scheint, ja, aber es ist ziemlich windig. Und wir haben uns hier das Haus vor Jahren gekauft im Dreiländereck. Slowenien, Kroatien, Österreich. Und damals war es so, dass wir gesagt haben, naja, wir werden nur Urlaub haben, Wochenenden und so. Und da ist es schon gut, wenn es öfters regnet und wir nicht unbedingt alles gießen müssen oder nicht so viel gießen müssen, würde uns alles austrocknen, ausdörren. Deswegen, hier regnet es wirklich sehr, sehr oft und sehr viel. Dass sich die Sache aber geändert hat und ich mich in meinem Job nicht mehr wohlgefühlt habe, bin ich halt Hausfrau geworden und im Prinzip, sagen wir mal so, finanziell ist keine große Veränderung, wenn ich zu Hause bin. Also, ja, es bleibt eigentlich mehr übrig, wenn ich da bin, als wenn ich in Wien werde. Denn in Wien geht man ja öfters mal einkaufen, man geht mal einen Kaffee trinken. Und wenn man sich das ausrechnet, dann wird das schon eine ordentliche Summe. Und so, ich trinke einen Kaffee, wenn ich einen Gusto drauf habe und wenn nicht, dann eben nicht. Und so bleibt uns mehr in der Tasche. Ja. Und dazu habe ich meine Tierchen, die ich in Wien nicht hätte. Das Gegackere und das Gequake, das würde mir fehlen irgendwie. Ich würde mich da irgendwie einsam, nackt, hungrig fühlen. Ich habe dann nichts. Ich weiß nicht. Aber so meine Entchen frisches Wasser zu geben täglich, Futter zu geben, nach ihnen schauen, sie rauslassen, sie einsperren.
Das ist eine Aufgabe für mich, die mir Spaß macht. Da habe ich auch Freude daran. Und nein, ich rede nicht schön. Wenn es regnet, dann regnet es. Wenn ich Matsch habe, dann habe ich Matsch im Garten. Wenn ich Stress mit dem Fuchs habe, dann habe ich Stress. Das sind Sachen, das passiert. Das ist nun mal so. Und ich kann nicht sagen, ah, super, mein Haus ist Pipi-Fan, ich habe Whirlpool und. Ich brauche das auch gar nicht. Also, das gibt mir nichts. Und es gibt Leute, die sagen, naja, ich möchte schon ans Meer fahren. Und oh, hey, ich bin früher 2-3 Mal im Jahr ans Meer gefahren und muss 2 Stunden davor vor dem Abflug am Flughafen sein. Und dann fliegst du, dann musst du warten auf den Sachen. Das war für mich alles nur Stress. Und die paar Tage, was ich am Meer war, natürlich war es irgendwie schön, aber ich habe das gemerkt, wenn ich 2 Wochen Urlaub hatte hintereinander, dann bin ich meistens in der 2. Woche krank geworden. Warum? Die ganze Zeit hatte ich nur Stress, nur Stress. Die 1. Woche ist der Körper noch immer halt so ein bisschen im Stress, aber in 2. Woche kommt der Körper zur Ruhe und da war ich immer krank. In Urlaub war ich immer krank die 2. Woche. Und seit ich hier bin, war ich immer krank. Ernsthaft krank? Ernsthaft krank nicht. Erkältung hattest du vielleicht 2, 3 insgesamt in den letzten 4, 5 Jahren. In den letzten 4, 5 Jahren hatte ich 2, 3 Mal eine Erkältung, aber das war es auch schon. Und wie gesagt, es ist, ja, meine Tierchen laufen, da muss ich mal schauen, was los ist. Alarmbereitschaft, aber das war, glaube ich, ein Rabe, der geflogen ist, weil da laufen sie gerne dann in die Garage. Und die kleinen Pipilis haben es gut überstanden in der Garage, die 1. Nacht. Und die sind total happy. Und ich habe einen jungen Hahn, der läuft, also 2 junge Hähne, die laufen mir überall hinterher. 2 Jungs. Sind aber auch sehr schön. Den einen davon, den gebe ich ab, das ist der schwarze Nachthalsige. Und dann gibt es einen grauen, der ist so anhänglich. Der läuft mir überall hinterher und wenn ich ihn hochhebe, dann schläft er mir mehr oder weniger in den Armen. Der entspannt sich total und bleibt einfach liegen. Ich wollte Holzspalten, den konnte ich nicht wegtreiben. Ich konnte ihn nicht. Ich hab Sägespäne genommen, in die Garage getan, ihn auch in die Garage gebracht und dann ging es, dass ich ein bisschen was spalten kann. Ansonsten, der ist wirklich sehr anhänglich, ein ganz ein Lieber. Da ist er, mein hübscher Hahn. Ja, komm her, mein Hübscher, ja, komm her, ja, komm her, ja, komm her, mein Süßer. Ja, mein Hübscher. Sei nicht so böse. Ein ganz ein lieber Hahn. Und die sind total eifersüchtig. Also jetzt am Nachmittag ist es ein grauslicher Wind. Ich habe da ein bisschen was heute schon umgegraben. Dann habe ich die Garage geputzt und die Haufen hierher geschüttet. Das machen dann die Hühner wieder platt, so wie hier. Hier hat man mal ein bisschen mit der Motorsense durchgegangen, hat das hohe Gras weggemacht. Und ich kann dann langsam anfangen, hier umzugraben. Da, wo ich meine Beete haben möchte, nächstes Jahr. Und ja. Aber ich sehe auch meine Tierchen, wenn sie hier hinten jetzt sind. Und ich hoffe, dass der Fuchs jetzt nicht mehr so viel herkommt. Denn jetzt hat er auch fast keine Deckung mehr. Das Gras ist weg. Das Holz ist weg. Ja. Mein Cocky. Auch schon 4 Uhr am Nachmittag, am späten Nachmittag. Die Kleinen haben so viel geschrien, habe ich ihnen Leckerli gegeben, sind alle freiwillig hinterhergelaufen. Sie wollten schlafen gehen, denen war es zu kalt. Jetzt war es ja so windig. Ja, meine Hübschen. Die haben alles aufgegessen, was sie gekriegt haben. Ja, bevor man solche Kommentare schreibt, sollte man ein bisschen an die denken, die was Haustiere haben und wo der Fuchs immer wieder durchkommt. Deswegen sollte man sich das gut überlegen. Und wegen dem Jäger,
der Jäger wohnt keine, zwischen uns und dem Jäger sind genau zwei Häuser, zwei Grundstücke, also nicht einmal 100 Meter entfernt von uns. Und der weiß davon, aber er kann ja nicht sich 24 Stunden, 7 Tage der Woche irgendwo hinstellen und auf den Fuchs aufpassen. Der kommt verschieden. Er ist manchmal in der Früh da, manchmal ist er zum Mittag da, manchmal am frühen Nachmittag. Das ist verschieden. Wie ihn gerade der Hunger packt, schätze ich mal. Aber wegen dem Fuchswissen wissen eigentlich alle hier, dass wir ein Fuchsproblem haben. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wie immer. Unten abonnieren nicht vergessen. Was gibt's noch? Glocke drücken, um jedes Video mitzusehen oder kein Video zu versäumen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen. Und ich werde jetzt noch den Sonnenuntergang genießen.